Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Simon, und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Runde StarCraft Heart of the Swarm. So, wir haben heute ein richtig schönes Gameplay für euch. Wir haben ein 3 gegen 3 Bewertungsspiel gegen die CPUs. So, und zwar, ich bin heute nicht allein. Ich habe den Jackie am Start. Ich habe mich am Start. Und ich habe den Madison am Start. So, wir haben hier ein 30 Minuten Gameplay. Wir speeden das mal ein bisschen ab. Auf ja, erstmal vierfach gegen Ende können wir dann ruhig reduzieren aufs Doppelte. So, hier unten haben wir eine schwere KI Protoss, eine KI Schwerzerg und einen mittleren, leichten Protoss-Spieler. Das war unser erstes Bewertungsspiel bei einem 3 gegen 3. Somit war dieses Spiel nicht wirklich das Problem. Wir sehen hier schon Madison mit seinem ersten Overlord. Das ist der Vorteil von den Zergs. Man kann die Overlords eben geschickt als Scouts verwenden. Heiko, der Jackie hat auch schon seine ersten zwei Overlords am Start. Haut hier seinen ersten Brutschleimpool raus. Extratoren haben sie natürlich dran, um Vespin abzubauen. Das gleiche Spiel bei Madison. Guck mal bei mir, ich habe erstmal nur einen Assimilator draußen, da ich am Anfang eben nicht ganz so stark viel an Vespin hänge, wie die anderen beiden Kollegen. So, ich habe hier meinen Kybernetikkern, ich habe meine Pylons draußen und hier natürlich einen Warpknoten. Ne? Der Warpknoten natürlich wird benötigt, um hier meine Einheiten rauszuhauen. Den Kybernetikkern benötige ich eben, um fortschrittliche, um diese Hetzer-Stalker rauszuhauen. Die Hetzer sind natürlich sehr wichtige Einheiten. Gerade in dem Punkt, weil sie gut gegen Lufteinheiten sind. Hier Robofabrik natürlich gleich raus, um die ersten Unsterblichen rauszuhauen. Vom Ablauf her lief es echt gut. Vom Bauablauf her kann man nichts sagen. Hier gucken wir mal, hier hat er schon seine erste Königin draußen, die kräftig Larven produziert, um eben mehr Einheiten bauen zu können. Wir haben hier Schößlinge und Brutschleimpools. Okay, man sieht also, Jackie geht stark auf Lufteinheiten. Madison haut schon seine Echse raus. Ich habe hier vorne schon Pylon mit eben zwei Photonenkanonen. Das heißt natürlich, dass ich auch eine Schmiede gebaut haben muss. Ohne Schmiede gibt es keine Photonenkanone. Das Problem ist, wir haben hier zwei Rampen zum Verteidigen. Wir haben hier schon den ersten Angriff von der schweren KI, was natürlich mit der Anzahl an Mutalisken, unsterblichen Kanonen und, also nicht unsterblichen Kanonen, sondern unsterblichen und den Hetzern natürlich kein Problem ist. So, wir werden natürlich gegen später hier natürlich den Upgrade machen, zum Warp-Tor transformieren. Hier natürlich klassischer Fail vom Sammelpunkt falsch gesetzt. Meine scheiß Arbeiter warpen natürlich und joinen natürlich nach vorne zum Warp-Tor, zum Warp-Knoten und natürlich nicht ins Feld zum Arbeiten, habe ich leider erst zu spät geschnallt. Hier vorne ziehe ich auch ich meine erste Echse hoch, während Jackie schon eine Echse auch am Start hat. Fertig ausgebaut, fehlen noch die Arbeiter, aber die warpen auch schon raus. So, hier gibt es schon ein bisschen Trouble, hier wollte schon der eine Schwere hier beim Madison, beim Jackie reinmarschieren. So, hier haben wir wieder schönen Beobachter zum Scouten. Vergesse ich immer wieder prickelnd, immer wieder schön, immer wieder fein. So, hier, kleinen Verteidigungstrupp, hält natürlich nicht allzu viel, aber kann Visions ein bisschen aufhalten. So, dann gucken wir mal, wie sieht es denn mit den Ressourcen aus? Am Anfang ist es wichtig, die Ressourcen rauszuhauen, wie man es braucht. Ganz wichtig, wir haben hier die Supplies, 53 zu 5, 84, 35, 60. Hier muss man gucken, dass man es nicht vergisst, rechtzeitig dann dementsprechend Overlords oder Pylonen zu warpen, dass man eben mehr Supply bekommt. Mehr wie 200 geht ja eh nicht. So, Einkommen hatten wir noch nicht. Hier sehen wir die Anzahl der Arbeiter, 36 Arbeiter. Das ist okay, das zeugt davon, dass die eine Base quasi am Limit ist. Wir haben hier die vollen 3 an den Assimilatoren hocken und hier die vollen 24 an der Nexus. Quasi mein Hauptgebäude. So, wir haben hier vorne jetzt schön ausgebaut. Wir haben hier Stachelgrabler zum Verteidigen. Kriechtumore, die verschleimen das hier noch ein bisschen. Das Problem ist, ich kann halt nicht auf dem Schleim bauen. Deswegen ist es für mich eben wichtig, hier gleich Pylons zu setzen. Hier habt ihr ja gesehen, meine Warp-Tore sind natürlich ausgebaut. Ich kann jetzt natürlich hier dementsprechend die Einheiten rauswarpen. Hier kommt die zweite Robofabrik, weil jetzt eben vom Income her dementsprechend mehr da ist. So, hier kommt ein kleiner Angriff von einer schweren KI. War jetzt nicht wirklich das Problem. Natürlich, den Koloss hätte ich weiter zurückziehen müssen.
So, hier haben wir nochmal ein kleines. Ja, schöner Einsatz von den Beobachtern, also von den. Ach, ich vergesse die immer. Von den Protektoren. Sind sehr wichtig, dadurch, dass sie eben so Blocker setzen können. Und durch ihr Stasenfeld können die eben die Einheiten ein bisschen schützen. Und dann quasi wesentlich besser supporten. So, dann gucken wir mal hier unten. Hat natürlich hier unten noch schon Warp-Prismen draußen. Warp-Prismen sind dann quasi so mobile Pylons, wo man dann, wenn man natürlich sein Warp-Tor erweitert hat, das Upgrade, kann man das hier quasi als mobilen Spawnpunkt setzen. Was natürlich geil ist, ne? Wenn man natürlich es schafft, hinter den Gegner zu fliegen und dieses Prisma hier zu setzen, dann kann man natürlich hier richtig schön für Trouble sorgen, indem man hier ordentlich die Eco stört. Deswegen finde ich es für mich immer ganz wichtig, wenn man mal vereinzelt auch weiter hinten ein paar Pylons setzt, so dass man auch hinten quasi keinen Nebelkrieg des oder Nebel des Krieges hat, so dass man auch hinter der Base immer bestens informiert drüber ist. So, wir haben unsere Robofabrik, wir haben natürlich das Thermolanzen-Upgrade für die Pylons gemacht. Hier unten wird schon gepinkt. KI-Schwer zieht hier oben seine Echse hoch. Madison kommt natürlich mit ein paar Ultralisken angeschissen. Natürlich kommt sofort zum Supporten. Die KI schwer, aber das bisschen ist natürlich gegen drei Ultralisken nicht wirklich das Allerheilmittel. Das war natürlich jetzt eigentlich schon der Startschuss zum Angriff hier. Ordentlich Stalker, Koloss, Unsterbliche. Die Unsterbliche sind quasi so meine Einheiten Number One am Boden. Und in der Luft habe ich gern Phasenglider. So, die Stalker sind natürlich wichtig, um eben gegen drohende Lufteinheiten gewappnet zu sein, weil die Unsterblichen und der Koloss eben nichts gegen Luft machen können. Wir setzen sie hier quasi vereint gegen die Gebäude ein. Da geht es relativ fix. Das Problem ist jetzt, die Unsterblichen machen natürlich mehr Damage wie die Stalker. Somit hätte ich die weiter vorsetzen können. Also ihr seht, es geht relativ schnell hier. Exe down. Man kümmert sich jetzt noch hier um den Assimilator und dann macht man natürlich die Arbeiterplatte. Das ist natürlich jetzt ein ziemlich erheblicher Verlust. Allein so eine Nexus kostet 400, ein Arbeiter sind 100, der Assimilator kostet glaube 150. Also das sind dann in Summe schon 700 nur an Gebäude, was wir hier an Echo vernichtet haben. Plus Arbeiter ist vielleicht noch 1000, also sind wir bei knapp 2000, was wir an Eco gerade vernichtet haben. Das kann einen durcheinander bringen, weil er eben hier neben seiner Hauptbase hier hinten noch eine Eco hochgezogen hat, eine Echse quasi. Aber es ist natürlich immer wesentlich leichter, wenn man nur aus einem, wenn man aus zwei ziehen kann, wie aus einer. So, springen wir mal zur harten KI. Zerg. Da steckt natürlich Jackie mittendrin mit seinen Mutalisken. Wird supported im Boden von Madison mit seinen Ultras. Somit ist es hier unten relativ geschwätzt, weil sie haben sehr starke Bodeneinheiten, sehr starke Lufteinheiten. So, hier sehen wir, Schwert zieht eine Echse hoch. Schwert zieht eine Echse hoch. KI Schwer schreibt schon GG, der hat sich schon aufgegeben. So, hier kommt natürlich jetzt, das ist natürlich total vernichtend. Das kriegt man natürlich gar nicht mehr gehalten. Also, wir nähern uns auch schon langsam dem Ende von dem Gameplay hier. So. Ja, das ist jetzt hier nur noch ein Wettrennen, weil die KI dann immer wieder versucht, hier was hochzuziehen. So, relativ schnell aufgeraucht. Auch die Stalker und Unsterblichen machen hier eine sehr gute Arbeit. So, guck mal hier. Ultralisken. Na, die waren wieder viel zu schnell, bin ich gar nicht hinterhergekommen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir nochmal die KI leicht. Die zieht hier natürlich nochmal eine Echse hoch. So, hier KI schwer. Schön rein. Erstmal wieder schön auf die Eco-Gebäude drauf. Hier natürlich die Luft kaputt machen. Klar, dass natürlich Jackie mit seinen Ultras hinterherziehen kann. Hier auf die Echsen drauf. Brutstätte platt, Arbeiter platt und hier noch den Extrator platt. Und da muss man natürlich immer selber rausfinden, was einem wichtig ist, wenn man beim Gegner reinstürmt. Ich finde es natürlich wichtig, erst die Gebäude platt zu machen. Oder wenn man natürlich im Brutus angreift, nach Möglichkeit erst die Pylons kaputt zu machen, dann die Arbeiter, dann die Gebäude, weil ohne Pylons kann er keine Gebäude bauen, weil eben die Supply ergibt sich ja beim Brutus eben durch die Pylons. Bei den Zergs sind es die Overlords und bei den Terranern sind es die Versorgungsdepots. So, was haben wir denn hier oben? Hier oben verpisst er sich ins Eck. Fliegt wieder zurück. Ja, das hier unten, da seht ihr ordentliche Schwarm an Ultralisken.
Das Game ist hier relativ schnell. Wir machen mal hier runter. Madison wird wahrscheinlich hier einfach nur mit Steuerung T hier die Einheiten reingejagt haben. Oder einfach nur mit T quasi auf Angriff, weil da war jetzt nicht wirklich der Gegner zu erwarten. Hier hat er zur Vorsichtshalber noch Overlord geparkt, dass man eben nicht mitkriegt, dass wenn hier der Gegner noch eine Base hochzieht. So, wir sind eigentlich relativ am Ende. Das ist immer so das Problem, wenn man die KI zockt, der probiert so lange wie es geht, einfach nur hier was hochzuziehen. Warum der jetzt hier mit dem Arbeiter natürlich abhaut, verstehe ich jetzt auch nicht. Hätte er hier nichts gemacht, wir hätten ihn wahrscheinlich gar nicht so schnell entdeckt. So, hier der Overseer, der war natürlich kein Problem für die Stalker. Gut, dann nähern wir uns schon dem Ende vom Gameplay. Ihr könnt euch ja denken, dass wir dieses Gameplay gewinnen werden. Sieht ja stark danach aus. Und was haben wir denn hier unten? Ah, Madison parkt seine Mutas. Ja, seine Ultra. So, Mutalisken. So, jetzt haben wir auch hier die KI leicht noch entdeckt. Ist natürlich kein wirkliches Problem hier, die Echse zu vernichten. Auch hier zieht er eine hoch. Ich verstehe es allerdings nicht, warum hier. Da könnte man gerade meinen, der Arsch macht es einfach nur, um uns zu ärgern. Na klar, der hat noch 5 Mille, ne? Der kann das Spiel noch ein paar Stunden mit uns machen. Deswegen ist es halt wichtig, wenn man auf die Arbeiter geht und dann erst die Nexus-Brutstätte oder so hochjagt. Weil eben dann sowas nicht passieren kann, dass man dann eben hier nicht anfängt, dem Scheiß hinterher zu rennen. Ihr seht langsam, die parken langsam und sicher quasi überall, wo es noch möglich ist, ihre Einheiten, sodass man das eben mitbekommt. Wenn der Gegner hier noch eine Echse hochzieht, ihr seht, er hat schon seine. Irgendwo hat er einen Pylon geparkt. Gut, den haben wir jetzt wieder vernichtet. 0 von 8. Ja, wurde besiegt, wurde besiegt, wurde besiegt, wurde besiegt. Schön. Das Game ist durch. Dann bedanke ich mich natürlich an alle fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen über eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, Leute, dann bin ich mal raus. Bis zum nächsten Video. Euer Simon. Ciao.